Okay, Zeit ist auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Wir kriegen jetzt hier nochmal Edelsteine für die neu positionierten Kisten. Ich bin sehr leise hier. Aber das ist für mich sehr anstrengend. Weil ich diese Steuerung überhaupt nicht mag. Ich bin echt mal hier auf das Remake von Spyro gespannt, ne? Also jedenfalls habe ich gelesen, dass es wohl nicht ausgeschlossen ist, dass sie jetzt auch Spyro als Remake machen. Und das wäre natürlich auch cool, wenn die das genauso machen wie bei Crash. Dass direkt alle drei Spiele in einem Bundle, sag ich jetzt mal, sind. Also noch eine Kiste. Jetzt die letzten noch von der Decke schießen. Ah, das war meine Hand. Hier müssen noch einer rumgammeln. Ja, oh, zwei sogar. So. Können wir jetzt die letzten Edelsteine noch einsammeln hier? Ich denke mal, vier Kisten werden jetzt noch kommen, weil dann hätten wir eine runde Zahl. Oh, das war sehr gut ausgewichen. Hä? Von wo? Ja, genau. Komm mal durch die Wand. Ist klar. Pisser, ey. Da ist die Kiste. Wo kommt die denn alle her? Sag mal. Wow. Zwei Kisten müssten jetzt noch kommen. Wenn nicht, habe ich irgendwo was vergessen. Ah, da sind die beiden.
So. Wo ist der Könnerpunkt? Oder war der... Da ist er! Kriegt sogar noch eine Waffe dazu. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Danke, dass du mich gerettet hast. Du solltest jetzt besser auf dieses Ei aufpassen, bevor die Rhinoxe versuchen, das auch zu sprengen. Donovan. Gut, dann haben wir das hier auch erledigt. Ich komme, ich gehe so Gebiet verlassen. Und ab nach Hause. Jetzt machen wir noch das Sparks-Level. Ich glaube, das war ganz cool. Bin mir nicht ganz sicher. So, das Sparks-Level war... War das hier? Nee. Dann war es oben rum. Ich wollte gerade sagen, wo komme ich denn da nicht hoch? Prinzessin Amy hat mir einen Ort namens Seesternriff gezeigt. Sie sagte, dort sei ein Ei versteckt. Ich finde, Sparks sollte sich das mal ansehen. Mhm. Das Abenteuer geht weiter. Jetzt muss ich mir mal die Nase putzen. Töre. So. Nee, das war nicht das, was ich meinte. Oh, 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 oh. Okay, ich dachte, die wäre irgendwie Spawn. Spawnpunkt. Okay, da dürfen wir noch nicht lang. Hier dürfen wir lang. Ich habe die Taste gedrückt. Ein Aal. Da ist ein Spawn. Wisst ihr? Das ist natürlich auch interessant. Irgendwie kann ich mich an das Level nicht wirklich erinnern. Konnten sie ja richtig schnell, die Dinger, ne? Ich geh wieder immer Energie, dankeschön. Falsche Taste gedrückt. Ich hab den Geist so nicht. Siehst du? Sieh, natürlich ist er eine Kiste. Aber noch sieht's da hier ganz gut aus. Ach, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich
Das ist ja eigentlich keine Kiste, sondern eine Muschel. Glück. Oh, das spawnt große. Sieht so aus, ne? Ist ja auch interessant. Und das. Okay. Habe ich die Dinger auch mal eingesetzt, also vernünftig eingesetzt und nicht aus Versehen durch Tastendruck. Okay, und da geht's rein. Und hier rein. Ne, da dürfen wir noch nicht rein. Ja, dann gehen wir erstmal nach oben, ne? Oh, das war's schon. Na. Ach, falsche Taste gedrückt. Ich bin da irgendwo so. Ja, natürlich. Ich muss echt immer, bevor ich irgendeine Taste drücke, überlegen, ob das die richtige ist. Manchmal ist es die richtige, manchmal nicht. Okay. Das sieht sehr nach Endboss aus, weil es so riesig... Nee, doch nicht. Das war hier so ein großer Bereich. Ja, vielleicht kommt er jetzt noch. Oh, das sieht jetzt nach Ende aus, weil wir nochmal geblitzdings werden. Okay. Wahrscheinlich. Oh, ein Manta. Oh fuck, Alter, der ist total unberechenbar. Bam, tot.